Okay, wo ist er? Ah. Ladies and Gentlemen, wie das so ist, wenn man das Mikrofon in die Hand gedrückt bekommt und spontane Ansage machen muss, freue ich mich jetzt, ihn vorzustellen. Ihn, David, ich kenne ihn nur unter David, Neukirchen, ja? Der Mann, der uns den Status des Media Managers vorstellt, und mir wurde gerade noch souffliert, dass es gerade einen Codesprint gab, wo ganz viele Leute sich um diese Herausforderung gestellt haben, und die Ergebnisse, die stellt uns der David jetzt vor. Deswegen Stage frei, Labertaschen raus, Spot an, in Joomla 4. Danke, Viktor. Ja, danke. Hört man mich? Hört man mich? Testet. Test, Test. Notebooks. Okay, hört ihr mich? Ja. Super. Ja, herzlich willkommen zum Vortrag Status des neuen Media Managers. Ich stelle mich kurz vor, es gibt hier einige, die mich nicht kennen. Mein Name ist David Neukirchen. Ich bin Webentwickler aus Köln, arbeite mit Joomla seit es Mambo heißt, also seit etwas mehr als 12 Jahren. In mehr oder minder regelmäßigen Abständen contribute ich in den Chor, versuche hier und da die Software ein bisschen zu verbessern. Dieses Jahr bin ich Co-Admin in dem Team für den neuen Media Manager geworden. Wir haben ein Team, das ich euch gleich noch vorstellen werde, die sind noch alle hier. Da bin ich Co-Administrator, und zudem habe ich dieses Jahr bei Google Summer of Code die Mentorship übernommen für unseren Studenten, auch für den neuen Media Manager Kasun. Ja. Ja, ist gut. Du kannst. Über was werden wir heute sprechen? Wir werden erstmal auf den alten Media Manager, also auf den Status Quo eingehen. Wie ist der Status? Was ist schlecht, was ist gut? Wir werden dann ein bisschen darüber sprechen, wie ist das Projekt neuer Media Manager überhaupt entstanden. Ich werde euch jetzt unser Team präsentieren, ein bisschen, das soll kein technischer Vortrag werden, aber ich werde ein bisschen auf die Architektur eingehen, euch dann zeigen, was wir noch so geplant haben, was in Joomla 4 landet, und dann auch eine Demo der aktuellen Version. Und am Ende gibt es natürlich noch genug Zeit für Fragen. Ja, fangen wir an mit dem Status Quo. Wie sieht der aktuelle Media Manager aus? Auf der rechten Seite habe ich zwei schöne Screenshots. Mal eine kurze Umfrage per Handzeichen. Wer von euch benutzt den aktuellen Media Manager regelmäßig? Ungefähr 8 Leute, also nicht wirklich viele. Und wer von euch findet den aktuellen Media Manager, so wie er jetzt in Joomla existiert, gut, arbeitet gerne damit? Das ist genau das, was ich wollte, danke. Und das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen da was ändern. Der Media Manager, so wie er in Joomla aktuell existiert, existiert er schon seit 1.5. Er hat immer nur kleine Änderungen und Anpassungen erfahren. Also es ist im Prinzip der gleiche Code. Die Codebasis ist nicht mehr schön. Und die Technologie ist sehr veraltet. Und wie wir gesehen haben, keiner arbeitet damit gerne. Die Usability ist katastrophal. Genau, das war der Grund, warum schon 2014 die ersten Leute gesagt haben, okay, wir müssen da was ändern, wir wollen da was ändern, wir wollen ihn austauschen. Wie das halt in Open Source dann so ist, gab es da mehrere Bewegungen. Die Leute waren nicht mehr aktiv genug. Und irgendwann ist das Projekt dann so ein bisschen eingefroren gewesen. Letztes Jahr in Vancouver auf der Joomla World Conference hat Jisse dann einen Vortrag gehalten über den Media Manager, und dann fing eine neue Bewegung im Prinzip an. Dann haben wir uns mit dem jetzigen Team in Wien letztes Jahr im Dezember getroffen und haben im Prinzip die Basis für die Architektur gelegt, haben das Konzept erstellt und ab da angefangen, das Ding zu entwickeln. Wir haben dort auch die Entscheidung getroffen, dass wir den neuen Media Manager von Grund auf neu entwickeln. Das heißt also, wir nutzen nicht den Code des alten Media Managers und passen den nur an. Und ferner haben wir gesagt, okay, wir wollen ihn erst in Joomla 4. Das hat in erster Linie damit zu tun, dass wir gesagt haben, die Anforderungen an die Browser sind für die Technik, die wir einsetzen wollen, eben in Joomla 4 besser geeignet als in Joomla 3. Wie Alex gerade schon gesagt hat, haben wir einen Codesprint aktuell hier im Rahmen des Joomla Days in Deutschland. Wir sind schon ein paar Tage länger hier und arbeiten fleißig daran, den Media Manager zu verbessern. Ja. Es ist aktuell ein Pre-Alpha-Stadium, das heißt, ihr könnt ihn schon, wenn der Joomla 4 aktuell installiert,
könnt ihr ihn schon euch anschauen. Aber es sind natürlich noch viele Sachen, die wir verbessern müssen, wo wir einfach neue Features implementieren müssen. Da sind noch ein paar Bugs drin. Das ist unser Team. Ich stelle euch die Leute kurz vor. Im Wesentlichen diese 7 Leute und ich. Das ist Alan Moritz, unser Team-Captain. Er macht wirklich einen herausragenden Job. Nebenher hat er noch schnell Custom Fields in den Core gebracht und hält so ein bisschen das Team zusammen, schreibt sehr viel Code, ist sehr engagiert. Dann haben wir Dimitris. Dimitris ist super aktiv in der Joomla 4 Entwicklung, ist so ein bisschen unser JavaScript-Guy. Wir haben Kasun, ich habe ihn eben schon kurz vorgestellt. Kasun ist unser Google Summer of Code Student. Er ist extra aus Sri Lanka eingeflogen, um hier teilzunehmen. Wir haben Kiaren aus Irland, Eve, die gute Seele von so ziemlich jedem Joomla-Team. Und wir haben zu guter Letzt Britta und Dawn, die sind bei uns verantwortlich für User Experience. Die haben eine Menge Recherche betrieben, Umfragen gemacht und Ähnliches. Es ist ein sehr gemischtes Team. Wir haben 2 Deutsche, einen Schweizer, einen Irländer, einen aus Sri Lanka, einen Griechen, Amerika und Dänemark dabei. Und insofern auch eine neue Erfahrung gewesen. Ja, kurz zur Architektur des neuen Media Managers, bevor ich euch dann gleich die Demo zeige. Wie gesagt, wir haben angefangen, indem wir den alten Media Manager einmal komplett gelöscht haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir würden gerne eine neue Technologie einsetzen. Und das ist eine Server-Client-Technologie. Das heißt, wir benutzen in dem, was der User im Backend sieht, eine JavaScript-Single-Page-Application mit einem Framework, das sich Vue nennt. Das erlaubt uns einfach, das Ganze ein bisschen reaktiver zu gestalten und die Usability zu verbessern. Auf der PHP-Seite kommunizieren wir mit einer JSON-API. Das ist einfach ein modernes Setup und wir hatten einige Probleme damit, das in Joomla zu integrieren. Die Architektur, da haben wir besonderen Wert drauf gelegt, soll erweiterbar sein. Wir haben auf verschiedenen Ebenen, da gehe ich gleich in der Demo noch mal ein bisschen drauf ein, dafür gesorgt, dass der Media Manager erweitert werden kann. Weil die Anforderungen, die wir heute an einen Media Manager haben, sind vielleicht schon morgen oder übermorgen ganz andere. Wir denken da an zusätzliche Mediatypen, beispielsweise SVGs, PDFs, Videos etc., aber auch zusätzliche Funktionen, die man hinzufügen kann. Gut, das ist wenig spektakulär, die Styles sind in SAS gehalten, auch das ist in Joomla noch nicht üblich. Okay, kommen wir zu dem, was wir an Features geplant haben. Es war am Anfang so, dass hunderte Leute tausenden von Ideen hatten und wir mussten erstmal diese Ideen gruppieren, um überhaupt ein realistisches Feature-Set zu bekommen. Wir haben gesagt, okay, wir wollen die Listenansicht, also das, was der User im Administrationsbereich sieht, die wollen wir komplett neu gestalten. Wir wollen es ermöglichen, dass man die Bilder auch aus dem Joomla Backend heraus bearbeiten kann. Yes. Wir wollen Drag and Drop Upload. Kein Yes? Yes. I like it. Egal. Ja, wir wollten. Was ich besonders schlecht finde, ist das Media Field, also das Feld, das ihr seht, wenn ihr ein Bild in den Editor einfügt oder wenn ihr das Intro Image ersetzt. Das wollten wir verbessern. Und wir wollten Cloud-File-Systeme ermöglichen. Daran hat Kasun gearbeitet. Für die späteren Milestones, also das ist das, was in Joomla 4 landen soll, in 4.0. Für die nächsten Milestones haben wir dann noch eine Menge cooler Features geplant. Zum Beispiel wollen wir es ermöglichen, dass man massenweise Mediendateien bearbeiten kann. Das heißt also, dass ich sage, okay, ich markiere mir diese 30 Bilder und resize sie automatisch auf 200 Pixel Breite. Ähnlich sind die automatisierten Prozesse. Dann wollen wir ermöglichen, dass beispielsweise jedes Bild, das ich hochlade, automatisch auf 200 Pixel Breite skaliert wird. Wir wollen das Dateisystem, also die Mediendateien, mit der Datenbank synchronisieren, um eben neue Features zu ermöglichen, wie zum Beispiel, dass ich über die normale Joomla-Suche auch meine Mediendateien finde. Zudem hätte ich dann die Möglichkeit, auch mit den Dateien zu taggen oder weitere Daten hinzuzufügen oder eine Statistik zu erstellen. Und als letztes Feature, das wir aktuell in der Pipeline haben, ist ACL gesetzt. Das heißt also, wir wollen es auch ermöglichen, dass Mediendateien über die Benutzerrechtsverwaltung kontrollierbar sind. Dann könntet ihr zum Beispiel sagen, okay, diesen Ordner darf nur diese Benutzergruppe sehen und ein anderer Ordner ist public für alle. Okay. Das war es soweit zum theoretischen Teil. Jetzt schauen wir uns den Media Manager mal an. Das ist meine lokale Joomla 4
Installation. Also wer mit Joomla 4 noch nicht keine Berührung hatte, der wird sich jetzt auch über das neue Admin-Template wundern. So sieht das also aus, aber wir bewegen uns heute nur in der Media-Komponente. Ja. Hier seht ihr die neue Listenansicht. Das ist die JavaScript-Applikation, von der ich eben geredet habe. Früher war das so, dass auf der linken Seite ein normaler Joomla-View war und auf der rechten Seite war ein iframe in einem iframe und der wurde immer wieder neu geladen. Das ist halt eine Technologie von vor 10 Jahren, das wollten wir ändern. Wir haben jetzt eine Technologie eingesetzt, mit der man, sobald man die Seite einmal geladen hat, keinen einzigen Seiten-Reload mehr hat. Das heißt also, wenn ich innerhalb dieser Verzeichnisstruktur navigiere, ich gehe zum Beispiel jetzt in diesen Ordner rein, sehe hier alle Header, ich habe keinen Page-Reload. Das ist einer der Vorteile der Single-Page-Application. Ja, auf der linken Seite haben wir, wie gewohnt, unsere Tree Navigation, also unser Baummenü. Auf der rechten Seite die Vorschau. Hier haben wir zwei Modi eingebaut. Einmal so eine Grid-Ansicht, in dem ich zum Beispiel die Vorschau schon für die Bilder sehe und aber auch eine Tabellenansicht. Zudem haben wir eingebaut, dass ich mir eine Sidebar einfahren lassen kann, in der ich, wenn ich einzelne Bilder markiere, zusätzliche Informationen über diese Bilder bekomme. Wir haben eine Vorschau eingebaut, das heißt also direkt aus dem Media Manager kann ich mir Bilder anschauen. Und wir haben unterstützen ab jetzt unterschiedliche Medientypen, zum Beispiel, das kann man nicht ganz sehen, das liegt an der Auflösung hier, zum Beispiel Videos. Wenn man es jetzt ganz sehen könnte, könnte ich das Video auch abspielen lassen. Nee. Wir können direkt aus der Media-Komponente heraus Bilder hochladen und diese Bilder erscheinen direkt im Media-Manager, ohne dass sich die Seite neu lädt oder ähnliches. Und auch das kann ich mir anschauen. Ja. Ich habe die Möglichkeit, mehrere Dateien zu markieren, indem ich die Tastatur benutze. Ähnlich wie ihr das von eurem Betriebssystem gewohnt seid. Das heißt also, hier wollten wir die Benutzerfreundlichkeit ein bisschen erhöhen. Ich kann auch mehrere Dateien gleichzeitig löschen. Ich lösche jetzt nochmal die. Und auch das funktioniert reaktiv. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit, per Drag and Drop Bilder hochzuladen. Und so einfach ist das. Und das kann ich auch mit mehreren Bildern gleichzeitig machen. So, was wir noch eingebaut haben, gut, das sind die Basisfunktionen. Ich kann neue Ordner direkt aus dem Modal heraus erstellen und sehe direkt den neuen Ordner hier. Ich kann rein navigieren, ich kann über die Brotkrumen-Navigation natürlich mich in den Ordner bewegen. Und das schöne Feature, ich lade mal kurz ein Bild hoch, was wir jetzt eingebaut haben, ich kann Bilder bearbeiten. Wenn ich auf den kleinen Bleistift unten klicke, komme ich in den Bearbeitungsmodus und das wiederum ist eine ganz normale Joomla-Ansicht. Hier haben wir ein Level der Erweiterbarkeit des neuen Media Managers eingebaut. Das, was ihr hier oben seht in den Tabs, das sind Joomla-Plugins. Wir haben im Core jetzt 3 Plugins eingebaut, nämlich Crop, Resize und Rotate. Das heißt, also ich kann ein Bild zuschneiden, ich kann die Größe ändern und ich kann es drehen. Und wenn jetzt ein Erweiterungsentwickler auf die Idee kommt, okay, ich brauche eine neue Funktionalität in diesem Bereich, beispielsweise ein Wasserzeichen oder er möchte in dem Bild malen oder ähnliches, da gibt es sehr viel, was denkbar ist, dann erstellt er ein Joomla-Plugin, installiert dieses Joomla-Plugin oder ihr installiert dann dieses Joomla-Plugin und habt die zusätzliche Funktionalität automatisch in eurem Media Manager drin. Das ist ein Bereich. Ja. Bitte? Ja, der ist immer, also die Adressleiste aktualisiert sich auch, sobald du in der Ordnerstruktur navigierst. Wenn du dann ein Bild bearbeitest, hast du den Pfad hier oder aber du kannst ihn rauskopieren, indem du dir hier die Informationen anzeigst zu dem jeweiligen Bild. Ja. Genau.
Ja, deswegen sind wir auch auf den Veranstaltungen momentan, deswegen lege ich auch Wert gleich auf Fragenrunden. Wir wollen immer noch Feedback von euch bekommen, was ihr an Features braucht, was ihr für wichtig haltet. Benjamin? Ja, Skalierbarkeit ist kein Problem. Du meinst aus Performance-Gesichtspunkten, oder? Ja. Ja, also wie gesagt, die Kommunikation erfolgt über eine JSON-API und es ist möglich, die JSON-API zu paginieren. Das heißt, du lädst erst die 100 ersten Bilder und wenn du dann weiter runtergescrollt bist, lädst du die nächsten 100. Das ist möglich. Aktuell noch nicht implementiert, aber eine gute Idee. Das sollten wir machen. Ja, was haben wir noch? Wir haben ein Kontextmenü eingebaut, das nur dann erscheint, wenn die Aktion auch zugelassen ist. Wenn ich zum Beispiel hier ein Bild bearbeite, erscheint hier oben in dem Menü ein neuer Button und der ermöglicht mir dann, dieses Bild umzubenennen. Da kommen noch weitere Funktionalitäten hinzu. Uns fehlen aktuell noch das Kopieren von Bildern und das Verschieben von Mediendateien. Ja? Nein, das ist aktuell nicht geplant. Es ist zwar möglich, mehrere Bilder zu markieren, aber es wird immer nur das letzte aktuell genommen. Ja. Aber das ist zum Beispiel dann eine Aufgabe für Milestone 2, wo wir automatisierte Prozesse und Batch-Processing, also Massenverarbeitung haben. Das wäre dann genau ein Feature, das du mit Massenverarbeitung abdecken kannst. Der Upload ist auch im Content Media Manager. Wir haben, dadurch, dass wir hier eine Single-Page-Applikation haben, haben wir auch für das Media Field, auf das du hinaus willst, die Möglichkeit, die gleiche Applikation wieder zu benutzen, ohne iframe im Übrigen. Und alle Features, die in dieser Komponente drin sind, sind auch im Media Field. Fast alle, nicht alle, aber fast alle Features sind drin. Upload, Delete, also löschen, all das ist möglich. Und auch im Übrigen das Bearbeiten von Bildern, drehen, resizen etc. Ja? Gute Frage. Ja. Ja, also die Frage ist, wie sieht es mit Komprimierung aus? Das ist etwas, wo wir noch in der Recherche sind. Wir wissen, dass es momentan noch nicht optimal ist. Wenn man aktuell ein komprimiertes Bild über den Media Manager bearbeitet, verlierst du aktuell die Komprimierung. Aber wir wollen hinten raus noch einen Kompressor reinsetzen, kleinseitig vermutlich, der dann dafür sorgt, dass die Bildgröße nicht katastrophal ist. Also wir haben das im Kopf, es ist schon ein Issue. Ja. Tom? Wie sieht die Komprimierung der JPEGs aus? Ist da eine progressive Komprimierung? Wie gesagt, aktuell sind wir da noch dran am Arbeiten. Momentan haben wir noch gar nichts, aber wir werden auf jeden Fall das Problem noch angehen. Ja. Ist auch für Milestone 1 noch als Issue gesetzt. Das heißt also, bevor es in den Core kommt, ist es drin. Ja. So, was wir noch haben, jetzt zeige ich euch mal kurz das Plugin-System. Ich habe jetzt zwei Plugins installiert. Das eine ist das lokale Dateisystem, das wird standardmäßig mit dem Core ausgeliefert. Hier gibt es lediglich eine Neuheit. Ich habe die Möglichkeit, weitere Ordner, momentan geht Joomla immer nur auf den Images-Ordner, ich habe die Möglichkeit, weitere Ordner auszusuchen. Wenn ich jetzt hier noch einen weiteren Ordner hinzufüge, das Ganze speichere, meine Tastatur funktioniert nicht, die hier. Dann habe ich hier den neuen Ordner privat mit einer Menge an GIFs. Ja? File-System. Zugriffsrechte sind über das Dateisystem gesteuert. Wir haben noch keine applikationsseitige. Haben wir noch nicht. Also das kommt dann in einem späteren Milestone. Ja. Ist aber momentan auch noch nicht drin. Das heißt also, letztendlich in Joomla ist es mehr oder minder sowieso egal, weil sowieso alles im öffentlichen Webpool ist. Also du müsstest es dann schon gesondert ablegen oder schützen. Ja. Okay, und das, was Kazoon im Wesentlichen gemacht hat, ist der Support für Cloud-Dateisysteme. Ich komme gleich auf deine Frage zurück. Ja. Ist der Support für Cloud-Dateisysteme. Wir haben ein Beispiel-Plugin geschrieben für die Dropbox. Das heißt, also, es ist jetzt möglich, eure Bilddateien oder Mediendateien nicht nur auf eurem Webserver abzulegen, sondern auch beispielsweise in der Dropbox oder Amazon S3, Google Drive, was immer ihr da haben möchtet.
Zudem ist es möglich, Bilder-APIs anzusteuern. Wenn ihr zum Beispiel die Flickr-API in eure Joomla-Seite integrieren wollt, ihr sucht nach einem Bild bei Flickr, macht das alles und fügt es in einen Artikel ein, macht das alles aus dem Joomla-Backend heraus. Das ist cool, oder Giphy oder ähnliches. Das ist alles damit möglich. Auch das will ich mal kurz zeigen. Ich aktiviere das kurz. Keine Sorge, das ist nicht unsere Schuld. Das liegt an Joomla 4, dass dieser Fehler hier auftaucht. Und wenn ich jetzt die Seite aktualisiere, dann habe ich meinen Dropbox-Account direkt im neuen Media Manager. Und das ist jetzt ein Bild direkt aus meiner Dropbox. Wenn ich hier einen neuen Ordner erstelle, da erscheint der neue Ordner und wenig später sollte eigentlich auch meine Dropbox mir melden, dass der Ordner in der Dropbox erstellt wurde. Das heißt also, ich kann jetzt direkt mit meiner Dropbox interagieren. Wenn ein Fotograf beispielsweise seine Bilder von extern direkt auf die Dropbox synchronisiert, ist das ein ganz cooles Feature. Ja. Bitte? Ja, du kannst, wir haben Multi-Account-Support, haben wir das Feature genannt. Das heißt also, wenn du hier ins Plugin reingehst, hast du die Möglichkeit, mehrere Dropbox-Accounts hinzuzufügen. Ähnlich wie bei dem lokalen Filesystem, genau. Ja. Also das Dropbox-Plugin wird dann nicht mit dem Core ausgesetzt. Ja. Das ist wirklich um meinen Zweck. Nicht, dass man. Ja, nicht, dass wir hier falsche Erwartungen wecken. Also ihr müsst euch das dann runterladen und installieren. Ne? Ja. Absolut möglich. Nextcloud, OwnCloud, beides haben wir schon angetestet. Ist sogar besser von der Integration her geeignet als Dropbox. Ja. Auch auf mehreren Wegen. Das ist gut. Das ist das, was dann in Milestone 2 kommt, mit den automatisierten Prozessen, dass du beispielsweise erzwingen kannst, dass jedes Bild, das über den Media Manager hochgeladen wird, automatisch auf 200 Pixel verkleinert wird. Oder dass du eine Regel erstellst, du darfst keine Bilder, die größer sind als 5 Megabyte oder breiter sind als 4000 Pixel. Auch das sind Sachen, die damit möglich sind. That's quite exciting. Are there also other services, cloud services than Dropbox? Yeah, we only wrote one plugin. For Dropbox, but you are free, you are a developer, you are free to write another one for Amazon S3, Google Drive, whatever you want. Yeah. So far, in the core... Dropbox will not be delivered with the core. Oh, right. So you have to download it and install it. Okay, yeah. That's what you're doing. Ja, das ist geplant. Das ist im Code. Die Frage ist, ob er auch Dateien von einem Adapter in den anderen schieben kann. Also von beispielsweise lokal auf Dropbox oder andersrum. Das ist im Code schon angelegt. Wir haben es gestern erst geschrieben und es soll möglich sein. Ja. Entschuldigung, ja. Nein. Wenn du es brauchst, ja. Ja. Das müsste man selber machen. Ja. Also aktuell ist es noch nicht im User Interface angelegt, aber die JSON API, also der PHP-Part, ist schon geschrieben und am Sonntag. Wir werden noch einen Tag zusammen daran arbeiten. Am Sonntag werden wir das implementieren. Also am Sonntag ist das möglich. Das wird dann so ähnlich aussehen wie das Rename hier oben. Das heißt also, sobald du etwas markiert hast, kommt dann wieder eine neue Möglichkeit in der Toolbar und dann kannst du ein Element verschieben oder ganze Ordner verschieben. Du kannst auch im Übrigen, das war mit dem aktuellen Media Manager, glaube ich, nicht möglich, mittlerweile ganze Ordner löschen. Du musst nicht mehr in den Ordner, in den Subordner, in den Subordner alle Dateien löschen, sondern du löschst einfach den übergeordneten Ordner. Ja. Ist dann geplant, wenn wir eine Datenbank-Synchronisation haben. Vorher ist das relativ schwierig umzusetzen. Ja. Ja. Das war es im Wesentlichen. Ellen, korrigiere mich, wenn ich irgendwelche Features, die wir schon implementiert haben, vergessen habe. Das war es im Wesentlichen, was wir bisher haben. Das ist der aktuelle Stand. Genau, okay, dann gehen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob ich in der Instanz Artikel habe. Ich bin nicht so gut in Joomla. Ja, das haben wir auch. Das ist auch ein Teil unserer Arbeit gewesen. Da sind wir auch aktuell noch sehr aktiv in der Entwicklung. Wir haben das Media Field komplett geändert.
Auch wenn du jetzt hier dieses Feld öffnest, was früher eine ganz furchtbare Ansicht war, siehst du unseren, und diese Ansicht werden wir noch weiter reduzieren, so ähnlich wie der JCE Media Manager aussieht, so in die Richtung wollen wir damit gehen. Aber du siehst, dass du auch hier die Applikation lädst und letztendlich auch alle Features hast, die ich euch eben gezeigt habe. Auch hier kannst du auf alles zugreifen, was du, was du in der Hauptapplikation kannst. Ja, ich kann auch Bilder hochladen, ja. Ja, das, was ich eben bearbeitet habe, dann habe ich dieses Bild. Die Dropbox ist auch da drin, du kannst auch da direkt Bilder aus der Dropbox. Ich habe nur das, genau, das funktioniert dann so, vielleicht aus technischen Gesichtspunkten kurz erklärt, Dropbox bietet es an, und die meisten Cloud-Service-Provider bieten es an, eine öffentliche URL zu generieren. Das heißt also, immer dann, wenn du ein Bild einfügst, senden wir intern einen Request an Dropbox und fragen Dropbox, gib uns bitte für dieses Bild die öffentliche URL. Und die fügen wir in den Artikel dann ein, ja, sodass es dann halt öffentlich zugreifbar ist. Ja. Okay, das war es im Wesentlichen mit der Demonstration. Wie gesagt, wir sind hier, damit wir eure Ideen aufnehmen, aufsaugen, damit wir weitere Strukturen erstellen können, Features planen können, etc. Wenn jemand von euch Interesse hat, unserem Team beizutreten, das ist wirklich ein sehr nettes Team und wir arbeiten sehr gut zusammen, dann ladet euch unser GitHub-Repository runter, sprecht uns hier auf der Konferenz an, sind fast alle hier, oder tretet unserem Team auf dem Volunteers-Portal bei. Und jetzt, wir haben zwar schon die ganze Zeit, haben wir noch ausreichend Zeit für Fragen. Ja, bitte. Ja, das Bild legt er ins Suchverzeichnis, ja. Also man kriegt nicht die Auswahl geboten, um zu sagen, hier, hör mal, ich hätte gern ja. Den da hinlegen, weil nachher ist es gut, klar, über Media Manager ist es dir nachher egal, wenn du nachher wirklich alles darüber verwaltest, aber wenn du natürlich noch nach einer gewissen Architektur arbeitest, ja. Dann deswegen. Dann auch mal verschieben, wenn man es so ein Redwork rein. Ja. Wir arbeiten momentan auch an einem Plugin für den TinyMCE, wo wir all solche Fragen regeln. Wie integriert sich der Media Manager am besten in den TinyMCE? Ja. Das heißt also in die neue Version des TinyMCEs. Ja. Alex? Die Resize-Funktion hat bei Menschen mit sich, oder? Ja, genau. Aktuell ist es so, aber da sind wir gerade im Frontend noch dabei, das zu verbessern. Also nur diese Slider zu haben, ist keine Lösung. Du willst auch Presets haben, also vorgefertigte Einstellungen, Resolutions, auf die du per Klick dann mit einem Button zum Beispiel resizen kannst. Das soll auch noch mit reinkommen, ja. Wird das Originalbild erhalten oder ist das nicht wahr? Das Originalbild wird so lange erhalten, bis du Speichern drückst. Vorher passiert alles per JavaScript, also im Client, und danach wird das Bild gelöscht und das neu erstellt. Ja, vielleicht Save and Copy oder sowas wäre vielleicht eine Idee dann dafür, ja. Wenn du das alte Bild, aber ich denke, der normale Anwendungszweck ist das. Das CMS-System, das Originalbild kannst du ändern und dann wieder davon ableiten, das wäre ja verschiedene Größen raus, Speicherwinkel. Genau, das wäre dann vielleicht noch eine Feature-Idee, das ist eine gute Idee sogar, dass du Save and Copy oder ähnliches noch mit einbaust, so wie wir es aus Joomla kennen und dann Save das Original. Save as. Ja, das ist gut. Alan schreibt mit. Da haben wir lange drüber diskutiert, über diese Frage. Aktuell kommt eine Fehlermeldung. Ja. Also wir wollen nicht, wir werden uns wahrscheinlich dafür entscheiden, dass es nicht überschrieben wird, weil das ist im Zweifel die schlimmere Maßnahme. Ja. Genau, das wird in der Dropbox wieder gespeichert. Der löscht das alte und dann speichert er ein neues. Ja. Aber das haben wir gerade schon gehabt. Also wenn du Save As machst, könnte er auch das alte Bild in der Dropbox erhalten und dann. Ja. Das wäre natürlich fatal. Ja. Ja. Haben wir weitere Fragen? Ja. Ja, auch das ist geplant. Auch da hat Dimitris schon Ideen für gesammelt. Aber ich bin da nicht ganz so drin, das weiß ich nicht, wie der Stand ist, aber da gibt es Leute, die daran arbeiten, ja. Okay, weitere Fragen? Dann war das ein kurzer Vortrag.
Ja, ja, warten wir nochmal. Das war eine, ja. Okay. Ja. Aber also ich, das wird mit dem neuen Manager auf jeden Fall gehen. Ja, das sollte nicht so sein. Ja. Ansonsten, ja? Genau, ja. Genau das ist geplant. Also du hast, wir nennen es Presets, Profile ist wahrscheinlich ein bisschen besser im Deutschen. Du kannst mehrere anlegen und kannst dann sagen, okay, das ist mein Standard, das wird auf jeder angewendet oder aber in diesem Ordner wird nur das angewendet. Da gibt es Ansätze. Aber das kommt nicht, um das auch deutlich zu sagen, es kommt nicht in 4.0, sondern erst in einem späteren Milestone. Ist geplant, per Plugin. Ja. Also wird nicht Bestandteil des Media Managers als Komponente, sondern muss über Dritterweiterungen dann gelöst werden. Ja. Aber ist möglich. Ja. Also es gibt bei den ganzen Gastronomen, bei den Menükarten, das Problem, dass sie die aktuelle Speisekarte als PDF einfach nochmal dieses PDF hochladen. Das funktioniert ja dann nicht mehr, weil sie dieses PDF umbenennen müssen. Dann wird das Fahrt dann im Artikel nicht mehr. Ja. Man müsste es vorher löschen oder man müsste eine Konfigurationseinstellung hinzufügen. Ich bin sehr dagegen für neue Konfigurationseinstellungen, die dann erlaubt, Dateien zu überschreiben. Oder was noch besser ist, man öffnet ein Pop-up und fragt den User, was er machen möchte. In dem Fall. Ja. PDF-Unterstützung ist drin, ja. Wir haben momentan, wir unterstützen sehr viel. Das Einzige, was wir auch viel gehört haben, was wir momentan nicht unterstützen aus Sicherheitsgründen, sind SVGs. Ja. Auch da haben wir sehr viel Zeit investiert in die Recherche und in die Analyse. Soweit ich weiß, vom Core her unterstützt kein CMS, zumindest nicht die großen SVGs, und wir werden es voraussichtlich auch in 4.0 nicht tun, weil es zu unsicher ist. Die Content-Typen sind auch per Plugin. Wir sind da, haben da aktuell noch Schwierigkeiten, was die Kommunikation mit der JavaScript-Applikation angeht. Wenn du einen neuen Content-Typ erstellst, soll das natürlich auch ein bestimmtes Verhalten in der JavaScript-Applikation bekommen. Wir wissen noch nicht genau, ob wir das auch als Plugins belassen. Aktuell ist es so, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Aber grundsätzlich kann man also neue Typen, wie zum Beispiel SVG. Genau, das war ursprünglich die Idee und der Plan. Wie gesagt, das ist noch momentan in der Entscheidungsphase. Ja. Aber aktuell ist es so, du hast drei Arten von Plugins, die den Media Manager unterstützen. Du hast einmal Media Type Plugins, ja, das sind dann die Content-Typen SVG, JPEG, PNG etc. Du hast die Media Action Plugins, das sind diese Funktionen wie Editieren, Croppen, Resizen. Und du hast die Media Dateisysteme, das ist dann das lokale Dateisystem, Dropbox etc. pp. Ja. Also das sind die drei Level, wo wir den Media Manager erweitern können. Es gibt das wäre eine Idee, aber letztendlich hilft es dir nicht. Sobald du es einmal zulässt, ist dein System verletzbar. Es gibt einen anderen Ansatz, der nennt sich CSP, Content Security Policy. Und da ist das Joomla 4 Team aktuell auch in der Diskussion, ob sie diese Politik, die dann ein bestimmtes Verhalten erzwingt, in Joomla 4 integriert. Dann wäre es so, dass du sicher SVGs uploaden könntest, aber deine SVG-Datei darf sehr viele Elemente nicht mehr enthalten. Und das macht SVGs eigentlich nicht mehr so gut benutzbar. Einfache Formen, Linien, Kreise etc. wären weiter möglich, aber ein Logo wird dann schon schwieriger. Ja. Ja, das wäre natürlich möglich, aber klar, das müsste jemand erstmal schreiben. Also, ja. Wenn jemand das schreiben möchte, das wäre etwas für die Batch-Processing-Geschichte dann im nächsten Milestone, wo man das dann als Filter anwenden könnte. Ja. Ich glaube nur nicht, dass die generiert. Also wenn ich mir anschaue, was die Grafikprogramme an SVGs generieren, dann glaube ich nicht, dass wir das besser machen können. Und das ist schon ziemlich im Leben. Ja. Aber ich glaube, das ist eine schwierige Aufgabe.
Okay. Gibt es noch Feature-Wünsche oder gibt es vielleicht noch jemanden, der sagt, okay, dieses oder jenes Feature hätte ich super gerne, das brauche ich auf jeden Fall, oder Punkte, die euch in der Vergangenheit aufgefallen sind, wo ihr sagt, das müssen wir auf jeden Fall noch verbessern? Wasserzeichen, ja genau, das ist ein guter Hinweis. Das ist dann genau sowas für unsere Editier-Plugins. Es könnte jemand ein Plugin schreiben, das es ermöglicht, Wasserzeichen auf jedes Bild zu setzen. Und dann würde das auch erscheinen in der Editieransicht der Mediadateien. Ne, das müsste ich mir dann einfach nur installieren. Ja. Eine Sache, die mich momentan stört, ist, wenn ich ein Bild hochlade, muss ich immer wieder vom Hauptverzeichnis in den jeweiligen Ordner kriegen, wo es rein will. Das musst du nicht mehr mit dem neuen Media Manager, du bleibst in dem Ordner und siehst direkt das Bild. Ja. Interessant wäre es, Exif-Daten noch dazu. Das ist, stimmt, ist ein gutes Feature, müssen wir mal schauen. Wir haben ja vor, irgendwann die Datenbank-Synchronisation zu machen und dann eigene Metadaten zu dem Bild hinzuzufügen und nicht auf die Access-Daten zuzugreifen. Da müssen wir mal schauen, was dann die bessere Lösung ist. Also ich tendiere eher dazu, dass man selber in der Joomla-Datenbank Metadaten noch zum Bild, zum Beispiel einen anderen Titel, Alt-Tags, sowas in der Art, ablegen kann. Die kannst du konfigurieren. Das ist im Prinzip eine Kombination aus den Plugins, die du installiert hast. Das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich brauche ein Preset, das mir jedes Bild beim Upload das Bild auf 200 Pixel verkleinert, dann nutzt du dafür, stellst du dafür das Resize-Plugin ein und wir wenden dieses Plugin beim Upload auf deine Datei an. Genau, in so einer ähnlichen Ansicht wirst du deine Presets konfigurieren, wie du sie brauchst. Ja. Und das ist auch dann natürlich skaliert horizontal. Ja. Alex. Ich wollte nochmal sagen, dass ich das total super finde, dass ihr das macht, weil das war für mich in der Vergangenheit, in meinem Arbeitsalltag immer ein großes Problem, wenn ich der Moment, wo ich meinem Kunden gesagt habe, ja, aber Bilder kannst du halt nicht bearbeiten. Ja. Ja. Das war immer Stimmungs- und Irritation, ja, was sollen wir denn dann mit den Bildern machen? Ja. Und dann hat man natürlich angefangen, dann in der CD zu konfigurieren, das war auch okay soweit, aber wenn man das jetzt zum Beispiel von WordPress gewohnt war, ne, hochziehen, 4 Größen fallen raus, fertig. Ja. Und das kennt jemand und dann komme ich und sage, ja, du musst eigentlich aber, wenn du keine zusätzlichen Sachen installieren willst, musst du in Photoshop vorher oder wie auch immer deine Bilder, das war immer ein Showstopper. Ja. Das haben wir jetzt gelöst, das finde ich großartig und das bringt das ganze Ding echt nochmal richtig. Ja, cool. Gerne. Macht Spaß. Macht denn das Cropping oder Resizing hinterher auch nochmal eine Optimierung von der Dateigröße? Hatten wir eben schon, betrifft so Kompression? Aktuell nein, wir müssen uns aber diesem Thema widmen. Ist so. Momentan, wir haben ein paar Sachen getestet, wenn wir eine komprimierte JPEG-Datei hochladen, ein bisschen dran rumspielen, ist die Dateigröße nachher ein Dreifaches. Ja. Aber da gibt es Bibliotheken, die man benutzen kann und da werden wir was machen. Vielleicht dazu nochmal. Diese Bildeditiergeschichten, die werden nichts sein für den Profi-Fotografen, das ist klar. Aber für eine große Anzahl unserer User oder der Joomla-User ist das schon ein Feature, wo sie eben auf Photoshop verzichten können oder auf irgendwelche anderen Online-Bildbearbeitungsdinger und was es da gibt. Ne? Ein Stück weit. Also ich finde... Die Ansicht, die der JCE im Media Manager hat, wenn du im JCE-Editor ein Bild einfügst, diese Ansicht, die finde ich schön kompakt, aber ich sage mal so, die haben auch nicht das Rad neu erfunden. Ein Media Manager sieht eigentlich, wenn du dir mehrere anschaust, immer ähnlich aus. Ne? Wir werden uns an dieser Ansicht orientieren. Haben wir auch schon drin, das Dropbox-Plugin beispielsweise erstellt schon Thumbnails. Immer schwierig, weil wir da auch von der Core-Entwicklung abhängig sind. Geplant ist es aktuell, das darf man veröffentlichen, ne? Oder? Ach, nächstes Jahr. zur Jane Beyond nächstes Jahr soll die erste, ich bin mir nicht sicher, irgendwann nächstes Jahr im Sommer. Ja. Das sage ich ja Sommer. Okay.
Habt ihr noch weitere Feature, Wünsche? Ja. Ich habe es ja Bildbearbeitung, weil es ist niemals so untergebrochen, wir sagen, wieso, ja, kann man denn da irgendwie das Bild zum Beispiel schwarz-weiß mal, sag ich, ja, nee, ist nicht. Black-and-White-Filter, ja, super easy, einfach ein Plugin schreiben, fertig. Ja. Hatten wir auch schon drin, haben wir dann wieder rausgenommen, weil wir nicht zu viel im Core ausliefern wollten. Ja. Ah, okay. Ja. Eine Frage haben wir noch, dann sind wir, glaube ich, ein bisschen. Ja. Also auf die Schnelle fallen mir zwei Möglichkeiten ein, das zu machen. Entweder anhand des, das wäre die einfachste, anhand des Dateinamens, dass du Dinge dann halt einfach gruppierst in der Ansicht. Das ist absolut möglich mit der Technologie, die wir im Frontend, also im Frontend sage ich immer, es ist das Backend von Joomla, aber das Frontend des Media Managers, die wir dort einsetzen, ist das sehr gut möglich. Weiß aber nicht genau, wie fehleranfällig das ist. Wahrscheinlich erst mit der Datenbankintegration. Wenn du es in der Datenbank hast, kannst du tatsächlich dann taggen oder gruppieren oder was auch immer. Ja. Okay, dann vielen Dank für all die Fragen und das Feedback. Applaus